Seit Jahren begeistert Tamiya die Funktionsmodellbauer mittlerweile mit immer wieder neuen Modellen der schweren Trucks, die für den Alltagsbetrieb konzipiert sind. Nun wagen sich die Japaner auch in die Sparte der Race Trucks und stellten auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2016 einen MAN TGS von Team Hahn Racing im Maßstab 1:14 vor. Der MAN verfügt nicht über das von den klassischen LKW gewohnte Truck-Fahrgestell, sondern basiert auf dem vor allem in der RC-Car-Szene weithin bekannten TT01E-Chassis. Bis auf die Differentialgetriebe bestehen hier eigentlich alle anderen Teile aus Kunststoff. Angesichts des günstigen Preises von knapp 160 Euro ist das auch keine Überraschung. Anders als die im Funktionsmodellbau üblichen Kunststoff- oder gar Metallfahrerhäuser wird die Racing-Karosserie aus Lexan von innen lackiert. Das mag zunächst ungewohnt sein, hat aber auch einen echten Vorteil. Auch ungeübte Lackierer bekommen so eine perfekte, leicht glänzende Oberfläche hin. Alles in allem ein gelungenes Modell und eine willkommene Abwechslung, wenn man mal am Wochenende nicht in gewohnter Langsamkeit über den Truckparcours rollen, sondern auf dem nächsten Parkplatz ein wenig Rennluft schnuppern möchte.